12 Minuten Ewigkeit. Mitten im Trubel des Alltags, mitten im Trubel dieser Stadt. Zur Ruhe kommen und sich freundlich ansprechen lassen von Gott. Dazu lädt diese Kirche ein und dazu lädt dieses kurze Mittagsgebet ein. Seien Sie herzlich willkommen hier in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der auch jetzt, hier und heute für uns da ist. Schön, dass Sie da sind. Ich lade Sie ein, dass wir zunächst miteinander beten. Tun möchte ich das mit Worten eines Liedes aus dem evangelischen Gesang. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Sei mit uns auf unseren Wegen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Sei mit uns vor allem Bösen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot. Sei um uns mit deinem Segen, sei Hilfe und Kraft, die Frieden schafft. Ja, sei in uns, uns zu erlösen. Dazu noch eine andere Geschichte aus dem Neuen Testament erzählen, weil ich finde, diese beiden Texte, die befruchten sich ganz gut gegenseitig. Ich lese Ihnen zwei Verse aus dem Epheserbrief vor, aus dem Neuen Testament, und zwar schreibt Paulus da: Legt den alten Menschen ab, mit seinem früheren Wandel, mit dem ihr euch zugrunde richtet, weil ihr nicht nur anderen, sondern auch euch selbst etwas vormacht. Erneuert euch vielmehr in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Vorstellungen geschaffen ist. Wenn ich so etwas höre, denke ich immer, da kommt er, der Zeigefinger. Und das klingt erstmal so ein bisschen nach Moral, aber worum geht es eigentlich bei dem, was da steht? Und uns gesagt ist, auch heute Mittag, geht es da um Moral? Nein. Und deswegen die andere Geschichte aus Markus 2. Da ist Levi. Jesus ist in die Stadt gekommen, nach Kapernaum. Und zig Menschen, Hunderte, vielleicht Tausende, sind zusammengekommen. So war das immer wieder, wenn Jesus in die Stadt kam oder an einen Ort, dass sie zusammenliefen. Nur interessant ist, dass Levi selbst gar nicht mit dabei gewesen zu sein scheint. Er ist mit ganz anderen Dingen beschäftigt, denn es heißt in Markus 2, und als Jesus vorüberging, da sah er Levi am Zoll sitzen. Ja, der sitzt noch am Zoll, er ist Zöllner und wahrscheinlich zählt er gerade noch die Einnahmen von dem, was er an diesem Tag eingenommen hat, was er den Leuten aus der Tasche gezogen hat, mit seinen durchaus zweifelhaften Praktiken, wie das damals üblich war. Nicht umsonst waren die Zöllner ziemlich schräg angesehen und verhasst. Und Jesus sieht ihn und spricht ihn an und sagt: Komm und folge mir nach. Schau dir an, was ich sage, was ich tue und übernimm das, dass es dein Denken, dein Reden und dein Handeln anfängt zu bestimmen, zu prägen. Schon eigenartig, als ob ausgerechnet so ein Typ, der nicht nur mit der römischen Besatzungsmacht zusammenarbeitet, sondern der wirklich mit seinen Geschäftspraktiken in die eigene Tasche arbeitet und mehr einnimmt, als er darf, das war üblich damals in diesem Beruf, dass ausgerechnet der scheinbar Jesus fehlt in seiner Truppe. Und Jesus sagt, ja, genau das ist es.
Du hast tatsächlich noch gefehlt gegen ihn. Du bist Gott so wichtig. Und Gott sieht unter dem, was du sonst so lebst, das, wie er dich eigentlich gut geschaffen hat, was er in dich hineingelegt hat. Und er sieht das unter dem, was sonst noch so passiert bei dir. Und du bist ihm so wichtig, dass er dich ruft. Ja, du hast ihm gerade noch gefehlt. Und dann macht der Levi das tatsächlich auch noch. Er steht auf und folgt Jesus nach. Lässt alles liegen. Seine ganze Zollstation, alles, was damit zu tun hat. Seine ganze Lebenspraxis, seine Existenz. Scheinbar ist da eine Sehnsucht, die deutlich macht, Leben muss doch noch mehr sein als nur Geld und Macht und Einfluss. Und die Annehmlichkeiten, die sich daraus ergeben. Vielleicht war es ja die Sehnsucht, doch nochmal anders zu leben. Nicht nur gegen die anderen anzuleben, sondern mit und für sie zu leben und Gott dabei zu erleben. Wie auch immer. Ob das jetzt genauso war oder nicht, er steht auf und er folgt Jesus nach und scheinbar dauerhaft. Denn dass sein Name genannt ist im Evangelium, das passiert nicht so häufig, dass die Namen genannt werden, deutet darauf hin, dass dieser Levi später auch in der Gemeinde bekannt ist, für die Markus sein Evangelium schreibt. Und genau das ist es, was Paulus in seinem Brief meint, den er an die Epheser schreibt. Da geht es nicht um den erhobenen Zeigefinger, da geht es nicht um ein bisschen Moral, sondern da geht es um einen Neuanfang. Darum, das eigene Leben von Gott her mit Jesus noch einmal neu zu leben und zu erleben. Und das ist es, was Levi für sich ergreift. Ich muss ja sagen, das ist das, was mich, wenn ich in der Bibel lese, gerade im Neuen Testament auch lese, was mich immer wieder fasziniert. Wenn Jesus einen Menschen trifft, und da kann es sein, dass der in einer riesen Gruppe ist, dann ist es, als ob es in diesem Moment nichts Wichtigeres als diesen Menschen gibt. Und mit seiner Situation, mit dem, was ihn betrifft, die Frau in der Menge, der Mann am Rand, der junge Mann auf der Höhe seines Lebens und die alte Frau ganz unten und am Ende. So war es immer wieder und so ist es bis heute. Er hat uns wunderbar gedacht und wunderbar gemacht und er möchte, dass das zum Tragen kommt. Er möchte, dass das zum Vorschein kommt, auch unter dem, was da vielleicht alles verschüttet ist, sich drüber gezogen hat, legt den alten Menschen ab mit seinem früheren Wandel, mit dem ihr euch zugrunde richtet, weil ihr nicht nur den anderen, sondern auch euch selbst etwas vormacht. Erneuert euch in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Vorstellungen geschaffen ist. Ein letzter Satz. Ich habe neulich auf einem Plakat einen Spruch gelesen, der hieß, ich möchte so werden, wie Gott mich haben will. Denn er behandelt mich so, als wäre ich schon so. Ich möchte so werden, wie Gott mich haben will, denn er behandelt mich, als wäre ich schon so. Wer davon etwas entdecken möchte, schau am besten mal ins Neue Testament, in die Bibel. Da ist eine Menge zu entdecken. Oder spreche mich einfach am Ausgang an und wir können uns gerne darüber unterhalten. Ich wünsche Ihnen jedenfalls, dass Sie das für sich entdecken. Das lohnt sich. Amen. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, nämlich wiederzukommen, wenn Sie Zeit und Lust haben,
es gibt Montag bis Freitag um 13 Uhr ein Mittagsgebet und abends um 5:30 und um 6 Uhr einen Kurzgottesdienst mit einer kurzen Predigt. Auch heute Abend zum Beispiel dann auch wieder zum aktuellen Thema, was uns die letzten Tage beschäftigt. Das wechselt immer so ein bisschen. Auf jeden Fall herzlich willkommen, wenn Sie Zeit und Lust haben, auch jetzt noch drüben im alten Turm, der jetzt wieder frei ist, entkleidet von dem, was ihn verstellt hat. Da drinnen geht um 13.15 Uhr eine Führung los, fachkundig geführt von einer Theologiestudentin oder einem Theologiestudenten. Das Ganze ist kostenlos, aber sicherlich nicht umsonst. Von daher, wenn Sie noch Zeit haben, auch da herzliche Einladung. Am Ausgang hier im Mittelgang wird ein freundlicher Herr mit einem Klingelbeutel stehen. Wenn Sie da etwas hineintun möchten, herzlich gerne. Das ist bestimmt für den Dienst in dieser Kirche. Sie ist die ganze Woche über offen, 9 bis 19 Uhr, Montag bis Sonntag. Und zum anderen ist es bestimmt für das Foyer an der Gedächtniskirche. Der Flachbau auf der anderen Seite der Kirche. Wir verantworten diese Kurzgottesdienste, machen Arbeit mit sozialen Randgruppen und sagen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Und das Dritte ist eben genau dies, wenn Sie noch ein Gespräch wünschen, ein Gebet brauchen, ein Segen, dann sprechen Sie mich gerne am Ausgang an. Jetzt lade ich Sie ein, dass wir vor dem Segen noch einmal miteinander beten. Wem das möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Unser Gott, du weißt, was wir brauchen. Du weißt, wo Dinge in unserem Leben verschüttet sind, unter denen, wie andere mit uns umgehen oder wie wir leben. Danke, dass du uns rausrufst zu neuem Leben, dass du uns hineinrufst zu einem Leben mit dir. Bitte zeig uns, was das für uns heißen kann. In der Stille sagen wir dir das, was uns persönlich auf dem Herzen liegt. Danke, dass du uns hörst, auch wenn wir gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Frieden Gottes und unter seinem Segen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Ja, also ich müsste Sie wiedersehen. Ja. Das ist
das müssen wir nicht umschreiben. Ja, wir müssen einfach anrufen und dann vielleicht mal was ausmachen. Das ist Popularweg oder Herr Germann. Ja, und zwar,